Hey Leute, es geht weiter hier mit Alan Wake und wir sind in der letzten Folge ja hier irgendwo vom Lover's Peak geflohen, wo uns hier die Untoten überrannt haben. Ich glaube, ich habe hier auf diesem verlassenen Campingplatz oder was das sein soll, schon alles abgesucht. Und wir sollen jetzt hier ins Auto steigen und zu Barry zurückfahren. Ich kann mich dunkel erinnern, dass das Autofahren hier in diesem Spiel nun ja etwas seltsam war, sag ich es mal vorsichtig. Aber wir steigen mal ein und versuchen mal hier zu fahren. Ich bin, also fahren ist, ach Gott, da gibt es auch noch eine Batterie fürs Auto. Okay, gut, wir beschleunigen mal. Mal hier raus. Oh Gott, oh Gott. Bremsen und rückwärts fahren gibt es auch noch. Kann ich den Zampf fahren? Ah! So. Oh Gott. Oh Gott. Ja, genau. Ups, da steht was hier auf der Straße. Gott, oh Gott, oh Gott. So. Oh mein Gott. Wo muss ich denn da hin? Gott, wir fahren mal hier. Oh je. Okay. Das ist alles irgendwie seltsam hier. Straße scheint nicht besonders frei zu sein. So, und ich war jetzt hier. Hier hin. Okay. Oh. Oh. Oh mein Gott, ihr seht schon. Es ist. Oh Gott. Es ist nicht so ganz einfach. Ich glaube, ich bin jetzt falsch hier, oder? Ne, es sieht ganz gut aus. Hier geht's weiter. Autofahren ist in den meisten Spielen echt die Hölle. So, hier geht's wohl nicht lang. Ach, wir sind schon da. Oder? Das hier ist das. Büro hier. Ich weiß jetzt nicht, sind wir. Offensichtlich sind wir noch nicht da, wo wir sein müssen. Ich dachte, der Barry wäre hier irgendwo. Oder war das. Müssen wir hier raus? Hä? Ja, hier war doch diese. Die Lodge. Oder müssen wir hier weiter rauffahren? Ich fahre da mal weiter rauf. Gucken wir mal. Vielleicht. Meine Güte, das Auto sieht auch irgendwie. Bis gut aus, obwohl solange noch keine Tür raushängt. Muss ich jetzt hier zu Fuß weiter? Sieht fast so aus, okay. Nur kann ich mit ihm hier weiterfahren? Nee, kann ich nicht. Schade. Die Leuchtpistole war vermutlich die bestmögliche Waffe gegen die dunkle Bedrohung. Hier geht's auch noch irgendwo rauf. Da gucken wir gerade mal, obwohl ich das Gefühl habe, wir waren hier schon mal oben. Ein Aussichtspunkt oder so.
Okay. Gut, wir sollten natürlich unsere Mission hier nicht aus den Augen verlieren, obwohl ich gar nicht weiß, was ich hier für eine Mission habe, außer die Alice zu befreien irgendwie, aber das... Lass mich raten, wenn ich jetzt hier vorne hinlaufe, geht das Licht aus. Nee? Aber ich werde schon wieder beworfen. Okay, weiter. Es war der Entführer. Sie misst, Karl! Wo ist meine Frau? Schluss mit dem Blödsinn, Wake. Sie liefern das Manuskript und kriegen dafür ihre Frau zurück. Ganz einfach. Ich kann nicht. Halt, hören Sie. Ich brauche Zeit, um es abzuschließen. Mir fehlt das Ende. Ich brauche eine Woche. Nicht fertig. Ich brauche eine Woche. 2 Tage. Hier in der Nähe ist das alte Bright Falls Bergwerk. Sie können es nicht verfehlen, Städter. Im Hauptgebäude, um 12 Uhr mittags. Sie geben mir das Manuskript und kriegen Ihre Frau zurück. Wenn nicht, tja, kapiert. Ja, ja, ich verstehe. Okay, also. Was für ein Manuskript. Wir wissen doch eigentlich gar nicht, wie wir das geschrieben haben. Wir finden ja immer bloß Seiten. Können uns aber nicht so wirklich... Barry hatte am Telefon über Vögel erinnert. Gesprochen. Das Controls. Barry vor den Vögel retten. What? Ich bin so froh, dass du da bist. Ein paar sind reingekommen, bevor ich den Kamin dicht machen konnte. Das ist nicht normal. Ja, was soll ich jetzt machen? Vor den Vögel retten. Oh Gott. Die Vögel besiegen. Wie denn bitte? Na, ich gehe mal hier mit so einer Leuchtfackel. Vielleicht ist... Schlimm. Helfer, jag sie! Nö. Schauen wir mal. Oh Gott! Ich weiß ja nicht mal. Ach, die fallen von alleine da runter? Oh, gut. Aber hier ist irgendwo noch eine Vorratskiste. Oh, da hinten. Ah, da. Okay. Hm. Wir nehmen erstmal eine Therme. Oh, guck mal. Jacuzzi. Vögel, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich habe das Gefühl, es wird heller. Kann das sein? Da oben sind sie. Sind nicht mehr viele? Oh. Die kommen nicht hierher. Ich muss da wahrscheinlich raus. Habe ich keine Lust. Ganz ehrlich. Na gut. Da hinten ist eine Vorratskiste. Mein Gott, das sind doch mehr als gedacht. Viel Beute. Oh. Sollte vielleicht mal schießen. Oh, die fallen da gleich vom Himmel. Hm.
I don't know. Uch, ich hätte ja gerne irgendwie Rückendeckung hier. Ah. Da ist auch noch Munition da vorne. Aber ich glaube, ich werfe hier mal eine Leuchtdingsi hin. Die Tür auf. Hallo. Bin ich an der falschen Tür? Gehen wir mal hier rum. Hier war doch noch irgendwie eine Tür, oder? Ah ja, doch. Ja, ja, es tut mir echt leid, dass ich dachte, du wärst durchgeknallt, Mann. Ich schickte Barry in die Stadt, um nach einem Mann zu fragen, auf den meine Beschreibung des Entführers passte. Er sollte sich das Archiv der Lokalzeitung ansehen. Vielleicht konnte er was herausfinden. Irgendwas über die verschwundene Insel und die Hütte. Der Mann wollte ein Manuskript. Ich musste eins schreiben, um Alice zurückzubekommen. Für mich war das Übernatürliche immer eine Metapher für die menschliche Psyche gewesen. Etwas, das man beim Schreiben einsetzen konnte. Jetzt passierte das alles wirklich und ich brachte nicht ein Wort zu Papier. Barry Wheeler hier. Hier ist Rose. Rose? Ich habe Mr. Wakes Leichen gefunden. Oh, sie wunderbares, kluges Mädchen. Könnten Sie und Mr. Wake sie abholen? Ich wohne in der Wohnwagensiedlung vor der Stadt. Wir sind in etwa einer Stunde da. Bis gleich. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Willkommen im O-Dear-Diner. Gutes Kind. Na, die sieht auch nicht mehr so frisch aus. Ist wohl auch von der Dunkelheit übernommen worden. Obwohl ich mir immer noch nicht sicher bin, ob das jetzt alles ein Traum ist oder... So, wir haben wieder ein Kapitel abgeschlossen, so wie es aussieht, oder? Okay. Bisher bei Alan Wake. Alice war entführt worden. Alan, bitte hilf mir. Alice? Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Ich kann es nur meinem Agenten Barry erzählen. Verdammt, Barry, Sie töten sie. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Das Lösegeld ist ein Manuskript, das ich angeblich schrieb und das vor meinen Augen wahr wird. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. So dunkel. Ich habe nur ein paar einzelne Seiten gefunden. Ich will das ganze Manuskript. Die Deadline ist in 2 Tagen. Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Gutes Kind. Lösegeld. Wie zum Teufel ist sie überhaupt ans Manuskript gekommen? Ich weiß nicht. Sie hat's einfach drauf. Ich sagte ja, du warst zu hart zu ihr. Übrigens, ich bin bei meinen Recherchen auf ein paar unglaublich interessante Sachen gestoßen. Ja? Mr. Wake, hier ist Sheriff Breaker. Bei mir sitzt ein FBI-Agent. Agent Nightingale. FBI? Er möchte sie gerne sehen. Sie sollten auf die Wache kommen. Okay, bin gleich da, Sheriff. Beeilen wir uns damit ein bisschen, ja? Kann ich helfen? Ich bin Randolph, der Verwalter. Wir wollen zu Rose, die Kellnerin aus dem Diner. Rose? Ja, nettes Mädchen. Und wer sind Sie? Ich bin Alan Wake. Der Schriftsteller, was? Ich habe im Radio gehört, dass Sie hier sind. Na, ich zeige Ihnen Ihren Wohnwagen. Rose ist ein nettes Mädchen. Zahlt immer pünktlich die Miete. Wie ich schon sagte, Al, ich habe ziemlich viel merkwürdiges Zeug im Archiv der Lokalzeitung gefunden. Dieser Ort ist verrückt. Verschwundene Leute, mysteriöse Todesfälle, moderne Legenden, die wahr werden.
Und das meiste davon hat sich in der Gegend vom Cauldron Lake abgespielt. Tja, da haben Sie recht, Mister. Die Indianer glaubten, der See wäre ein Tor zur Unterwelt. Ich bin eher der gottesfürchtige Typ. Ich glaube nicht an solche Dinge. Ja, okay. Ja, okay. Es gab da jedenfalls eine Insel, die einem Typen namens Thomas Zane gehörte. In einigen Artikeln stand, er sei ein berühmter Schriftsteller. Ich habe recherchiert, aber nichts gefunden, was er geschrieben hat. Zane war begeisterter Taucher. So begeistert, dass die Insel schließlich Divers Isle genannt wurde. 1970 brach der Vulkan unter dem See aus und Zane ging mit der Insel unter. Von diesem FBI-Agenten hatten wir ja schon gelesen. Aber eigentlich sieht es auch ganz nett hier aus. Bisschen angeranzt, aber ansonsten... Und es kommt noch besser. Ein Mädchen aus dem Ort, Barbara Jagger, war nur eine Woche vorher im Cauldron Lake ertrunken. So, hier Sie irgendwie? Waren ein Paar. Klar, Jagger ist hier die Gruselgeschichte. Die kratzende Hexe. Sie holt einen in der Dunkelheit. Kindisches Zeug halt. Aber jetzt, Al, komme ich zum Allerbesten. Mein Gott, wie weit draußen wohnt denn die? Ja, aber es ist nett hier. Ich habe mich umgehört und sie ist diese verrückte alte Obdachlose. Was, die Lampenlady? Ist manchmal ein bisschen verrückt, aber die ist nicht obdachlos oder so. Ja, jedenfalls kannte sie Jagger und Zane, bevor beide umgekommen sind. Danach hatte sie eine Art Kollaps. Ich denke mal, es wird dann dieses Häuschen hier sein. Ein Spielplatz? Kinder habe ich hier noch nicht gesehen. Zum Glück. So, Mister, das hier ist der Wohnwagen von Rose. Darf ich fragen, was Sie von ihr wollen? Wir wollen nur mit ihr reden, Kumpel. Ja, gut, dann gehen wir halt mal rein. Aussprechen. Ja, das ist ein komisches Gespräch, oder? Willkommen Oh, Mr. Wake. Ich bin so froh, dass Sie da sind. Rose, Sie haben ein Manuskript? Oh. Oh ja. Ja? Bitte kommen Sie herein. Hey, das ist ja echt gut. Rose. Ja? Mein Manuskript. Ich brauche es wirklich. Ich habe verstanden. Ich weiß, was Sie brauchen. Eine Muse, die Sie inspiriert. Arthur Barry. Sie hat überhaupt nichts. Ja, hey, was ist... Oh. Oh je, die hat was in den Kaffee gemischt. Na super. Was? Na toll. Also ich krieg die Story jetzt irgendwie nicht so ganz zusammen. Also wir haben hier den Entführer, der... Was ist hinter Ihnen her, versteckt unter Barbaras Haut? Ich bin zu schwach, es aufzuhalten. Machen Sie das Licht an. Ich habe zum Traum im Traum. Zu Ihnen und Ihrer Frau. Man muss beenden, was man angefangen hat. Ich bestehe darauf. Sie müssen das Licht anmachen. Das Licht anmachen. Ah. Zurück an die Arbeit. Was? Genau, wir haben hier diese Oma, diese komische, die anscheinend hier mit dem Jenseits... Mir war übel, wie bei einem Kater. Nur die Wut hielt mich aufrecht. Ich kann Realität und Traum nicht mehr unterscheiden. Aber eine imaginäre Lektorin hilft mir. Eine alte Frau in einem Trauerkleid. Ich nenne sie Barbara Jagger. Sie ist sehr streng. Ich schreibe immer schneller. Mein Manuskript wird stark überarbeitet. Es wird immer extremer, immer weniger von mir und immer mehr von ihr. Ich hasse es, aber ich weiß, sie hat recht. Also. Sie sagt, dass ich so Alice retten kann. Sie weiß mehr als ich über die komplizierte Beschwörung, die ich vorhabe, über diesen Ort. Sie hat so etwas mit einem anderen Autor schon einmal gemacht, mit Thomas Zane. Da
Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Ich bin nah dran. Ich fühle es. Ah, das wird immer verworrener. Also, diese Barbara hilft mir jetzt irgendwie ein Manuskript zu schreiben? Oh, der arme Barry pennt Rose immer noch. Rose hatte mir einen Tag gestohlen. Mir blieben weniger als 12 Stunden bis zum Treffen. Ich konnte nur Barry ins Auto packen und mir unterwegs einen Plan ausdenken. Willkommen im Oh Dear Diner. Die ist immer noch Panne hier. Liegt noch ein Buch von mir. Irgendwie konnte ich Rose nicht wirklich hassen. Etwas benutzte sie, um mich zu bekommen und hinterließ Spuren. Das erste Nachfüllen ist kostenlos. Milch und Zucker stehen da drüben. Okay, die ist noch leicht neben der Kappe. Meine Waffe und meine Taschenlampe waren weg. Ach, schon wieder. Ich musste Barry möglichst schnell irgendwie ins Auto kriegen. Die Zeit drängte. Randolph ruft die Polizei. Mr. Randolph mochte Rose, ihr kleines Lächeln, wie süß sie noch war, obwohl das Leben so sehr versucht hatte, sie zu verbittern. Es ging ihn nichts an, was sie in ihrem Wohnwagen trieb, aber diese Fremden, der Schreiber und sein vorlauter Partner, sie sahen nach Ärger aus und waren dort nun schon seit Stunden drin, dabei schlief sie sonst um diese Zeit. Er rief das Büro. Okay, der hat jetzt den Sheriff gerufen, das heißt, wir müssen hier weg und es ist schon wieder dunkel. Na toll, zum Auto gelangen. Aber ich muss doch den Barry mitnehmen, dachte ich. Oh, zum Auto gelangt. Das ist ja hier wie ein Labyrinth. Kann ich hier irgendwie rein? Nee. Na, dann gucken wir mal. Was habe ich denn so an Waffen dabei? Gar nichts. Gar nichts. Oh Mann. Machen wir mal Radio an. Ich war gerade kurz frische Luft schnappen und ich sage euch, das Wetter wird heftig. In Nächten wie dieser bin ich besonders froh, hier im Studio und nicht zu Hause zu sein. Mein Auto habe ich doch irgendwie da ganz unten stehen lassen. Oh Mann, oh Mann. Achso, nee, wir sind ja hier hochgefahren. Ach, da steht der Randolph da vorne. Er wartet schon auf uns. Hält uns wahrscheinlich jetzt auf, bis die Polizei kommt. Ach Gott. Na super. Gott weiß, was sie mit dem Mädchen gemacht haben. Ja, was weiß denn ich? Hier ist Agent Nightingale, FBI. Hände hoch, Hemingway. Sie sind verhaftet. Eine Bewegung und ich schieße in ihre verdammte Fresse. Bleiben Sie, wo Sie sind, Villaine. Oh Gott, jetzt muss ich mich gegen die Untoten verteidigen und noch durch diesen durchgeknallten FBI-Agenten. Oh Gott. Was zum... Ich stehe hier, Sie gottverdammter Vollidiot! Weswegen hat... Ich ließ Barry nur ungern zurück, aber ich durfte das Treffen mit den Entführern nicht verpassen. Geben Sie auf, Mr. Wayne! Nee, falsche Richtung. Was hat der jetzt gegen uns? Ich weiß es nicht. Meint der, dass ich meine Frau ermordet habe oder was? Also, ist mir noch nicht so ganz klar. Überhaupt ist mir hier nichts klar in diesem Spiel hier. Oh Gott. Ich ohne Waffe, ohne Taschenlampe. Da ist er! Ups. Okay, Leute, haltet die Augen offen. Er wird versuchen, hier durchzukommen. Oh, verdammt. Oh, toll. Verteilt euch! Er flieht, ja. Schnell hier rüber, so in anderen Schatten. Na gut, Waffen würden mir jetzt hier mit der Polizei auch nicht viel helfen, glaube ich. Gott sei Dank sind hier keine Bärenfallen. Ich muss da hoch. Na toll. Das wird mir jetzt gerade noch fehlen, irgendwie so Fallen hier.
Vorne ist wieder eine Manuskriptseite. Er ist weg! Los, Leute! Wir müssen ihn abfangen! Okay, gucken wir mal, was unser Schicksal hier zu bieten hat. Jahrzehntelang hatte das Dunkel in Gestalt von Barbara Jagger unruhig in seinem dunklen Heim und Gefängnis geschlafen. Es war hungrig und gequält. Es träumte von den glorreichen Nächten, als der Dichter es aus der Tiefe rief und ihm einen kurzen Vorgeschmack auf Macht und Freiheit gab. Die Rockstars hatten es aus dem Schlaf erweckt, in dem es der Dichter letzthin versenkt hatte. Als es den Autoren auf der Fähre spürte, schlug es die Augen auf. Also die Barbara ist hier das manifestierte Dunkel. Aber dem dürfen wir dann doch auch nicht trauen, oder? Oh Gott. Oh shitty. Oder hilft uns das Dunkel jetzt? Ich flüchte mal ins Licht. Schwitz. So. Weiter geht's. Aber die habe ich doch jetzt schon einigermaßen hinter mir gelassen. Wie kommen die da rüber? Aber wenn das Dunkel mir hilft, wieso greifen diese Besessen mich, senden mich dann an? Also die werden jetzt wohl niedergemetzelt da unten. Ich hoffe, vielleicht ist das jetzt meine Chance hier. Brücke, halte durch. Das Grauen war einfach überall. Es kreiste mich ein. Die Cops hatten keine Chance. Sie waren hinter einem Schriftsteller her, keine Monster. Sheriff Breaker, hier ist Agent Nightingale. Ich habe den Kontakt zu den meisten Männern verloren. Wake steckt dahinter. Wollen Sie mir weismachen, dass dieser Schreiberling meine Nermutis umgelegt hat? Ist das ein Scherz? Haben Sie sich ihn mal angesehen? Er trägt ein Tweed-Jacket. Ende. Er ist der Kerl, den wir suchen. Wenn es nicht war, wer dann? Bigfoot? Ende. Das weiß ich noch nicht. Aber ich tendiere nicht zu voreiligen Schlüssen. Das geht nämlich meistens nach hinten los. Kapiert? Ende. Okay, also der Nightingale, der hat hier offensichtlich ganz schnell den Schluss gezogen, dass wir hinter allem stecken. Das heißt, wir haben jetzt das Dunkel und haben den Nightingale hinter uns her. Und den Entführer. Jetzt falle ich noch schnell hier runter. Wo haben die so schnell die Hubschrauber herbekommen, frage ich mich da. Oh. Vögel sind auch wieder da und greifen den Hubschrauber an da hinten. Vielleicht sind die Vögel jetzt beschäftigt und ich kann mich hier vorbeisneaken. Oh! Oh, da oben ist ein Hütchen. Da schaue ich mal, dass ich es hinschaffe. Ein paar Waffen und Munition könnten nicht schaden. Ich verliere ja immer wieder die Waffe. Ist immer ganz toll hier. Oh, hier gibt's ein Fernrohr. Zoom wechseln. Da hinten brennt's. Ist das die Tankstelle da hinten? Ansonsten sehe ich nichts. Naja, gut. Gut, dann gehen wir hier mal rein. Ach, hier kann man übernachten. Nice. Ach, hier Janes. Mulligan, Thornton, bitte kommen, Ende. Thornton hier. Janes,
Wir haben Wheeler und Rose in Haft genommen. Sie haben keinerlei Widerstand geleistet. Hey, Malcolm, pass mal. Komm schon! Hinsetzen, geben Sie mir das! James, Mulligan hier, Ende. Sprechen Sie, Mulligan, Ende. Wir haben hier Wheeler und Rose. Wheeler ist betrunken oder sonst was. Und wo wir gerade davon sprechen, dieser FBI-Agent verströmt eine deutliche Note ohne Scotch, wenn Sie verstehen, was ich meine, Ende. Gut zu wissen, Deputy Mulligan, Ende. Na, wie auch immer, Rose benimmt sich total merkwürdig. Schicken Sie lieber den Doktor her, damit er sich die beiden mal ansieht, Ende. Verstanden, bringen Sie die beiden schnell her. Der FBI-Agent möchte Wheeler verhören. Ende. Ja. Oh ja, darauf wette ich. Die beiden scheinen eine Menge gemeinsam zu haben. Mulligan, Ende. Okay, also der Nightingale scheint sich da gerne mal einen hinter die Binde zu kippen. Und der arme Barry und die Rose sitzen wohl jetzt im Gefängnis. Aber wir sind immer noch nicht so in Sicherheit offensichtlich. So ganz ohne Waffe fühle ich mich hier auch nicht so ganz wohl. Der Sendemast könnte zum lokalen Radiosender gehören. Maine schien anständig zu sein. Vielleicht könnte er mir den Weg zum Bergwerk sagen. Zum Radiosender gelangen. Ich sehe gar nichts. Ja, aber das Bergwerk nützt mir doch nichts, wenn ich kein Manuskript habe, oder? Unnatürliche Schatten klebten am Tor. Das Dunkel, das hinter mir her war, wollte mich aufhalten. Ohne Licht würde ich nicht durchkommen. Ja, muss ich wohl eine Taschenlampe suchen, oder? Ah, hier steht wie zufällig steht hier ein Scheinwerfer rum. Generator, wie komme ich da rein? Ja. Dann werfen wir den mal an. Okay, das Stromkabel sieht jetzt nicht vertrauenserweckend aus, aber zumindest hat das Ding Saft. So. Der alte Generator streikte. Ich musste ihn irgendwie reparieren und weiter versuchen. Reparieren? Wie denn? Treten? Alles ist ja gutes Reparieren. Okay, ein Tritt hat genügt und das Ding funktioniert. Also Leute, wenn ihr mal irgendwas Kaputtes habt, dann einfach dagegen treten. Das hilft. So, wir sind auf dem Weg zum Radiosender. So. Mal ein paar Tonnen hier runterrollen. Wo denn der Radiosender sein soll? Da oben, oder was? Nee. Man muss doch nicht unter der Antenne sitzen, um irgendwie Zeug in die Welt zu funken. Schon wieder hier. Muss ich das jetzt? Ich habe aber kein Licht. Hier ist irgendwie was. Wie zufällig eine Taschenlampe. Die da auch noch eingeschaltet rumliegt. Mitten in der Wildnis. Okay. Sollte reichen.
Ich brauchte einen Moment, um die Blitzgranaten zu erkennen. Sie kamen mir sehr gelegen. Team 1, kommen. Ende. Na, der wird dir nicht mehr antworten hier. Team 1, hier ist Sheriff Breaker. Er bitte Bericht. Ende. Es ist aber irgendwie keiner mehr drin. Eine Granate zu werfen. Ja, das wissen wir schon. Aber jetzt noch nicht. Oh. Dann. Oh Gott, die Polizei hat's erwischt. Hier gibt's ein Licht. Und ihm geht schon wieder die Puste aus. Batterien. Machen ein Radio an. Und hier ist ein weiterer Anrufer. Sie sind auf KBFFM mit Pat Main. Hier ist Milt Peabody, Pat. Was beschäftigt Sie, Milt? Also, ich wohne bei der Wohnwagensiedlung, Pat, und hier ist echt der Teufel los. Ich wohne da auch ganz in der Nähe. Wissen Sie genauer, was da los ist? Ich weiß nicht, aber hier sind überall Polizeiwagen, Sirenen. Okay, die nehmen anscheinend die Wohnwagensiedlung jetzt nochmal unter die Lupe. Hier liegt nochmal eine Manuskriptseite. Die mal. Rose wird vom Dunkel entführt. Berührt vom Dunkel war Rose verloren in einem Traumland, das gemalt schien mit schwarzer und grauer Kreide. Die alte Frau hatte ihr die Erfüllung all ihrer Wünsche versprochen. Sie würde Alan Wakes Muse sein. Sie lächelte so sehr, dass ihr Gesicht wehtat. Sie zerdrückte eine Packung Schlaftabletten und rührte sie in einen Kaffee. Tief innen drin schrie sie panisch auf. Na, rennen wir mal. Falsch. Falsche Richtung. Oh Gott. So, wir laufen mal weiter. Oh mein Gott. Ich bin doch hier ausgewichen. Oh, shitty. Mir geht es nicht gut. Ach Gott. So. Oh Gott, noch einer. Ich wollte nur noch die Manuskriptseite hier holen. So, habe ich die jetzt alle erwischt hier beim zweiten Mal? Ich hoffe es mal. Nee, da kommen noch mehr. Oh nein. Wo muss ich denn lang? Die werfen wieder nach mir. Da vorne ist ein Licht. Das ist aber nur ein Polizeiwagen, glaube ich. Oh nein. Oh Gott, ich will hier raus. Ich glaube, ich bin vom Weg abgekommen. Ob das jetzt gut oder schlecht war, weiß ich nicht.
Vorne ist irgendwas. Oh, jetzt gehen mir die Blendgranaten aus. Das ist schlecht, aber ich bin hier fast irgendwo. Ich möchte nicht sagen in Sicherheit, aber... Komm ich hier rein? Hier. Uff. So. Ich hoffte, Maine würde mir ein Auto leihen. Wenn der überhaupt noch lebt. Er ist da drin, aber ich wäre mir hier nicht so sicher. Hallo? Oh, vielen Dank für diese mitfühlende Stellungnahme, Lorna. Hallo? Oh, das ist aber eine Überraschung. Der berühmte Schriftsteller Alan Wake ist gerade reingekommen. Mal sehen, ob er mir ein Interview gibt. Kommen Sie, Mr. Wake. Ah, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, Mr. Wake. Sie sitzen in der Falle, Dan Brown! Gehen Sie weg von Maine! Lassen Sie ihn! Hey, 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 immer mit der Ruhe! Stecken Sie die Waffe weg, wir sind doch alle Freunde, oder? Kommen Sie runter, Nightingale, wir haben ihn! Großer Gott! What? Was ist denn bloß los mit Ihnen? Da drinnen ist ein Zivilist! Oh mein Gott, und ich bin schon wieder auf der Flucht. Jetzt dachte ich irgendwie, wir hätten mal zwei Minuten Ruhe. Und wenn ich dabei draufgehe, kapiert? Okay, aber... H.P. Lovecraft. Ich war schon so viele Klippen heruntergefallen. Kommt davon, wenn man sein Buch The Sudden Stop nennt. Es war ganz gut, dass ich May nicht erzählen konnte, wo ich hin wollte. Ich musste die Cops loswerden und das Bergwerk selbst finden. Ja, aber ohne Manuskript nützt mir doch das Bergwerk auch nichts. Verstehst du es nicht so ganz. Egal, gut. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter und sollen zum Zugdepot gehen. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Und wieder durch den Wald ohne Waffe, ohne nix. Gut. Wir gucken mal, ob wir da was finden. Hier sieht auch irgendwie sowas. Naja, gut. Wir werden sehen. Ich hoffe, ihr gruselt euch dann auch in der nächsten Folge wieder mit mir. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.